Hallihallo, hier ist wieder schon Ninja und willkommen zu einem weiteren Let's Play, hätte ich fast gesagt, aber nein, heute gibt es was ganz anderes zu sehen und zwar ist das mein Thanksgiving Special. Hier seht ihr erstmal die Zusammenstellung von meinem Thanksgiving Menü und zwar habe ich damit begonnen mit einer kleinen Maissuppe als Appetitanreger, dann natürlich der Hauptgang der Truthahn. Ja, als Soße gab es eine Cranberry Soße, das ist so eine süßliche, kalte Soße. Ja, es gab auch noch einen Bratenfond. Dieses Jahr habe ich mich an einem Rotwein-Bratenfond versucht. 2 Jahre zuvor hatte ich einfach nur einen normalen Bratenfond aus dem Fett des Truthahns. Als Beilage gab es dann die glasierten Karotten und das Süßkartoffelpüree und als Dessert den Kürbiskuchen und den Apfelpie. Um für seine Freunde oder Familie solch ein Essen zuzubereiten, benötigt man natürlich auch erstmal die Zutaten. Diese findet ihr vor allem auch in meiner Videobeschreibung, wo ihr auch die Links zu den jeweiligen Rezepten der Vorsuppe, der Kuchen und was nicht alles finden werdet. Angefangen habe ich das Ganze dann natürlich mit dem Truthahn. Dazu habe ich den Truthahn gekauft und die kriegt man in der Regel ja auch nicht frisch, deswegen ist es ein Tiefkühltruthahn gewesen. Dieses Mal hatte ich 5 Kilo oder 4,8 waren es. Vor 2 Jahren hatte ich 5,8 oder so. Ja, der musste dann natürlich erstmal aufgetaut werden. Das macht man am besten, indem man ihn in irgendeinen Eimer, den man eh nicht braucht und der auf jeden Fall sauber ist, hineintut und dann ja, ihn erstmal 24 Stunden stehen lässt. So, als nächstes heißt es dann, den Truthahn schön ordentlich waschen, vor allem auch von innen Innereien herausnehmen, sofern die noch drin sind. Oftmals kriegt man die ja auch schon fertig ausgenommen, beziehungsweise sind dann die Innereien zwar noch da, aber im Inneren in einer kleinen Tüte. Die auf jeden Fall herausnehmen und ja, auf jeden Fall aufpassen, dass sich da nichts öffnet und in den Truthahn hineinläuft, sei es die Gallenblase oder sonst was. Ja, wenn man das alles draußen hat, dann wird der Truthahn gewaschen und dann kann man auch schon mit der Würzlake anfangen. Für die Würzlake habe ich an Zutaten 6 Liter Wasser gehabt, eine Tasse Salz, original waren es ungefähr 1,5, aber da wäre die Haut ein bisschen zu salzig geworden, deswegen habe ich ein bisschen weniger genommen. Habe ich auch im Internet gelesen, dass das viele so machen. Ja, eine Tasse Zucker, 3 Zwiebeln, die grob geschält werden und gehackt, 2 Lauchstangen putzen und grob hacken, 3 Möhren putzen und grob hacken, genauso wie 2 Stangen Staudensellerie, 3 Lorbeerblätter mit hinzu, 6 Zweige Thymian und 1 Esslöffel schwarze Pfefferkörner. Ja, dann geht's los, man nimmt die Hälfte des Wassers und vermischt es mit dem Salz und dem Zucker und kocht das Ganze auf. Dann nimmt man das Ganze vom Herd und tut das restliche Wasser, die Gewürze und die Kräuter und alles hinein und lässt das Ganze dann vollkommen abkühlen. Wenn das Ganze dann vollkommen abgekühlt ist, kippt man das Ganze in einen super sauberen Behälter, Eimer. Man muss bedenken, da kommen jetzt diese 6 Liter Wasser rein und dann noch ein 5 Kilo Truthahn. Also braucht man auf jeden Fall schon mal einen 10 Liter Eimer, damit alles reinpasst und der Truthahn halt auch komplett mit Wasser umschlossen ist. Anschließend dann natürlich den Deckel auf den Eimer oder den Topf drauf, wenn der Truthahn drin ist und mit Wasser umschlossen ist. Und dann für 24 Stunden im Idealfall einfach kalt stellen, irgendwo auf dem Balkon zu dieser Jahreszeit ist das ja ganz einfach. Ja, und dann ist das auch erstmal fertig für heute. Für den Truthahn, die Zubereitung, die Beilagen und was nicht alles, sollte man auf jeden Fall viel, viel Zeit einrechnen. Am besten hat man einen Urlaubstag oder ja, bereitet alles nebenher immer wieder vor. Denn der Truthahn selbst, ich habe alles 2 Tage vorher gekauft, also am 26.11. Und der musste dann natürlich erstmal auftauen. Das hat ungefähr einen Tag gedauert und ich habe ständig das Tauwasser abgegossen. Und als nächstes dann natürlich die Würzlake, da habe ich ihn ja auch nochmal 24 Stunden stehen lassen. So, am Ereignistag holt man ihn dann wieder aus der Würzlake raus. Aber vorher können wir schon die Cranberry-Soße, weil die wird kalt serviert, schon vorbereiten. Und genau das machen wir jetzt. Für die Cranberry-Soße benötigen wir zunächst 370 Gramm frische und gefrorene Cranberries, eine große Orange, 75 Milliliter Cranberry- oder Orangensaft. Je nachdem, ob man es ein bisschen dünner haben will, kann man natürlich auch mehr Saft nehmen. 100 Milliliter Wasser und 125 Gramm feinster Zucker. Da die Cranberries von Natur aus schon relativ süß sind und der Saft ja sowieso, habe ich auch ein bisschen weniger Zucker genommen, und zwar nur 150 Gramm. Mit den Zutaten kriegt man jetzt auf jeden Fall eine Soße hin, die für 8 Personen reichen sollte. Ja, zur Zubereitung selbst. Man muss natürlich erstmal die Cranberries verlesen und die guten von den schlechten trennen. Dann natürlich die Cranberries waschen. Und mit dem Wasser der abgeriebenen Orangenschalen und dem Zucker vermischen. Das Ganze dann in einen Topf bringen und zum Kochen bringen und so lange köcheln lassen, rührend natürlich, bis die Beeren platzen. Dann das Ganze kalt stellen
im Kühlschrank damit und am nächsten Tag servieren. Ebenfalls einen Tag vorher würde ich bereits die Kuchen vorbereiten, denn am Ereignistag hat man ja genug mit den Truthahn und den Beilagen zu tun. Bei mir war das an dieser Stelle zuerst der Apple Pie. Dafür habe ich 6 bis 8 Äpfel geschält und in dünne Schnitze geschnitten, je 2 Esslöffel Zitronensaft und Ahornsirup. Optional kann man noch eine Handvoll Rosinen, getrocknete Cranberries oder Kirschen hinzugeben. Dann so 100 bis 150 Gramm brauner Zucker. Je nachdem sollte man abschmecken, wer es süßer mag, kann ruhig ein bisschen mehr nehmen. Dann einen Teelöffel Zimt, je eine Messerspitze Muskatnuss und Nelken, einen gehobenen Esslöffel Speisestärke, einen Esslöffel Butter in Flocken und ja, dann der normale Teig. So, dann geht es los. Man verrührt natürlich die Ingredienzien für den Teig, so lange bis man ihn rollen kann. Am besten, wenn er gut knetbar ist, dann noch mal eine Stunde in den Kühlschrank und dann ausrollen, in eine Springform geben, die sollte so um die 28 cm groß sein und die damit verkleiden. Aber von dem Teig nimmt man nur 2/3 des Teiges, denn es kommt natürlich noch mal 1/3 obendrauf auf den Apfelpie, damit man dieses typische Aussehen von dem Apfelkuchen haben. So, die Apfelstückchen, die wir zurechtgeschnitten haben, die werden dann mit dem Zitronensaft, dem Zucker, der Speisestärke und den Gewürzen vermischt oder optional auch diesen Trockenfrüchten und dann auf den Teig gegeben, wie quasi eine Lasagne, Schicht für Schicht immer höher stapeln und zum Schluss noch ein paar Butterflocken drauf und den restlichen Teig dann, wie gesagt, als Deckel benutzen. Den Deckel macht man dann am besten am Rand mit dem Restteig fest, damit er auch dran bleibt und nicht zu schnell hochgeht und den Rest des Kuchens verlässt. Ja, man sticht am besten noch ein paar Löcher mit der Gabel hinein, damit er atmen kann und fettet den mit Butter vielleicht noch ein bisschen ein und ein bisschen Puderzucker kann drüber. So, wenn man das alles gemacht hat, ist der Kuchen fast fertig. Er muss dann nur noch in den Ofen etwa 10 Minuten bei 225 Grad backen und dann auf 180 Grad runtersetzen und weitere 40 bis 45 Minuten backen. Schmeckt lauwarm oder kalt, mit Sahne oder Vanilleeis, je nachdem, was jeder möchte. Während der Apple Pie im Ofen ist, kann man bereits anfangen, den Kürbiskuchen vorzubereiten. Für den Kürbiskuchen an sich habe ich natürlich wieder einen Mürbeteig gebraucht, also 250 Gramm Mehl circa, einen halben Teelöffel Backpulver, 75 Gramm Zucker, ein kleines Ei und 125 Gramm Butter. Für die Füllung 325 Gramm Kürbispüree. Das habe ich vorher selbst gemacht, indem ich einen Kürbis ausgehöhlt habe, Kerne entfernt habe, Schale entfernt habe und den Kürbis dann ja, in einem Topf mit Wasser kann man es machen oder mit Milch püriert habe und ja, die fertige Masse dann mit den restlichen Zutaten, die da wären, 150 Gramm brauner Zucker, je einen halben Löffel Ingwer und Muskatnuss, einen Teelöffel Zimt, eine Prise gemahlene Nelken, 2 Esslöffel Rübenkraut oder Zuckerrübensirup, 3 Eier verquirlt und einen Becher Schlagsahne, so 200 bis 250 Milliliter, vermischt habe. Dann wieder den Teig ausgerollt, in die Form gegeben, falls er sich vorher nicht so richtig kneten lassen hatte, dann nochmal kurz kalt stellen. Ja, ist der Teig ausgerollt, dann das Kürbispüree mit den anderen Zutaten, wie gesagt, zusammenrühren und wenn das eine Masse ist, dann in die Form geben, Rand etwa 3 cm hoch formen. Das braucht ihr auch unbedingt, weil durch die ganze Masse, durch die ganze Flüssigkeit wird der Kuchen auch ziemlich hoch und ihr wollt ja nicht, dass es dann überschwappt und in eurem Ofen hängt. Ja, dann das Ganze in den Ofen rein für 45 Minuten bei 180 Grad backen. So, am Ereignistag geht es dann natürlich mit dem Truthahn erstmal los, weil der braucht am längsten. Je nach Größe sollte man zwischen 6 bis 8 Stunden, sage ich mal, einplanen. Ist immer davon abhängig, wie groß der Truthahn ist und ob man noch eine Füllung hat. Ja. Wenn man das alles eingeplant hatte, dann nimmt man den Truthahn aus der Würzlake hinaus und tupft ihn wieder vorsichtig ab. Dann lässt man ihn eine Stunde erstmal ziehen und dann geht's los. Wir heizen den Ofen auf 220 Grad warm und legen das Rost auf die unterste Schiene. Dazu können wir dann eine Weißwein-Butterlösung ansetzen, indem wir 200 Gramm Butter schmelzen lassen, entweder in der Pfanne oder einfach in der Mikrowelle und mit 300 Milliliter Weißwein vermengen. Dann habe ich ein sauberes Mullwindel oder ein Geschirrtuch benutzt und mit dieser Flüssigkeit, also dem Weißwein, mit der Weißwein-Butterlösung aufsaugen lassen
und dann hinterher meinem Truthahn gegeben, damit dieser zum einen nicht zu viel Hitze zu schnell zieht und zum anderen aber auch schön saftig bleibt, weil er sich mit dieser Butter-Weißweinlösung vollsaugt. Die wird natürlich auch noch mit Salz und Pfeffer verfeinert und als nächstes wird dann der Truthahn mit der Brustseite nach oben auf die Fettpfanne des Ofens gelegt. Diese, wie schon der Name sagt, Fettpfanne mit Butter schön einreiben oder mit Öl. Und dann sollte man als nächstes die Leibeshöhle des Truthahns salzen und pfeffern und mit der Füllung, je nachdem, ob man eine möchte, füllen. Auf jeden Fall die Beine zusammenbinden und die Flügel herunterklappen. Und ja, dann den Truthahn mit etwas weicher Butter nochmal bestreichen, salzen und pfeffern. Und dann zum Schluss mit der Mullbinde belegen. Ja, den Truthahn habe ich dann zuerst 30 Minuten bei 220 Grad in den Ofen geschoben, damit er mal richtig Hitze kriegt. Und danach die restlichen 5-6 Stunden, je nachdem wie groß er ist und ob Füllung oder nicht, bei 175 Grad in den Ofen. Zwischendurch habe ich mir immer einen Wecker gestellt und alle 30 Minuten den Truthahn mit der restlichen Butter-Weißweinlösung bestrichen. Es gibt so viele andere Varianten mit einem Gemüsefond, ihnen einfach Feuchtigkeit ein bisschen hinzufügen, dass er schön saftig bleibt und nicht zu trocken wird und vor allem auch eine schöne Kruste kriegt. Wer sich für die Variante mit der Butter-Weißweinlösung entschieden hat, der sollte sie in diesen 30 Minuten, wo der Truthahn erstmal im Ofen ist, auf jeden Fall in den Kühlschrank stellen, weil sonst die Butter zu schnell flockig wird und ihr danach nicht wirklich mehr eine Masse habt, die ihr einreiben könnt. Und immer wieder in die Mikrowelle ist ja auch zu umständlich. Ganz wichtig ist auf jeden Fall noch, wenn der Truthahn zu schnell Farbe kriegt, solltet ihr ihn auf jeden Fall mit ja, Alufolie eindecken. So wird er halt trotzdem von innen noch gar, aber kriegt von außen halt eigentlich keine Farbe mehr, beziehungsweise nur minimal. Andernfalls halt je nach Stärke des Ofens, die variieren ja auch, den Ofen ein bisschen runter regulieren. Während der Truthahn dann vor sich hin brutzelt, kann man schon anfangen, die Maissuppe vorzubereiten. Dafür habe ich 75 Gramm Schinkenwürfel, 3 Esslöffel Öl, eine Zwiebel gehackt, 50 Gramm Staudensellerie gehackt, 500 Gramm Kartoffeln geschält und gewürfelt benutzt. Für ungefähr 4 bis 6 Leute, also bei mehr, hätte ich dann so 750 bis 1 Kilogramm Kartoffeln kleingeschnitten. Ja, 225 Milliliter Wasser, mindestens eine Dose Maiskörner. Ich habe so eine 400 Gramm Dosen, glaube ich, genommen. Beziehungsweise für 8 Leute hatte ich es jetzt eingeplant, da hatte ich dann also 800 Gramm circa. Ja, 500 Milliliter heiße Milch dazu, etwas Zucker, Pfeffer, Salz brauchten wir, gekörnte Brühe, getrockneten Majoran, Kräuter zum Garnieren. Ich habe mich einfach nur für Schnittlauch und Petersilie entschieden. Ja, und dann geht's los mit der Zubereitung. Als erstes habe ich die Schinkenwürfel in Öl angebraten und wenn die knusprig gebraten waren, die Schinkenwürfel wieder rausgenommen und beiseite gestellt. Dann die Zwiebeln und den Staudensellerie im Speckfett glasig gedünstet, dann die Kartoffeln hinzugegeben, klein geschnitten, dann das Wasser hinzu, das Ganze gewürzt und weich gekocht. Und wenn die Kartoffeln ja schön knackig sind, dann die Maiskörner und die Milch dazu und erneut aufkochen lassen und danach nochmal kräftig abschmecken. Und dann zum Garnieren die Speckwürfelchen. Also ich mache es meistens auch so, dass ich schon vorher ein paar mit in die Suppe reinmache. Aber zum Garnieren dann nochmal auf jeden Teller, auf jede Schüssel, wie auch immer, dann noch ein paar Speckwürfelchen drüber streue. Bevor ich die Maissuppe dann aber serviere, habe ich schon angefangen, die Beilagen zurechtzuschneiden. Das war in meinem Fall kandierte Karotten und die Süßkartoffeln. Ja, je nachdem, wie viele Leute man zum Essen hat, also bei 4 bis 6 Leuten würden, denke ich mal, 500 bis 700 Gramm Süßkartoffeln und Karotten ausreichen. Da ich anfangs mit 10 Leuten gerechnet hatte, hatte ich von jedem jetzt 1 Kilo. Ja, die Karotten habe ich natürlich, die Karotten, die Süßkartoffeln habe ich natürlich geschnitten. Ich habe bewusst vorher Babymöhren geholt. Man kann natürlich auch richtige Möhren nehmen und die dann klein schneiden. Das passt dann natürlich auch. Ja, die Karotten, die Süßkartoffeln, Entschuldigung, klein geschnitten und püriert. Und beziehungsweise, Entschuldigung, nur klein schneiden. Das Pürieren wollte ich erst machen, wenn die Maissuppe gegessen wurde und den Herd vielleicht auf niedriger Stufe anstellen, währenddessen man dann dabei ist, die Maissuppe zu essen. So geht man danach dann nur noch in die Küche und bereitet dann den Rest noch vor und das zieht dann alles nur noch schnell durch. Man püriert es schnell und dann kann man servieren. Der Truthahn sollte jetzt zu diesem Zeitpunkt am besten auch schon fertig sein und nur noch vor sich herziehen bei niedriger Temperatur, beziehungsweise
ausgestellt mit Folie drüber und einfach nur noch so ziehen. Beim Truthahn selbst sollte man natürlich nicht nur nach der Farbe urteilen. Am besten wäre es, wenn man ein Fleischerthermometer hat und damit in den Truthahn sticht, in eine der Keulen. Und wenn man da mindestens 75 Grad angezeigt bekommt, aber nicht am Knochen, sondern direkt im Fleisch natürlich an den dicksten Stellen, dann ist der Truthahn eigentlich gar und dann kann er serviert werden. Da bei mir auf dem Bratenfett sich natürlich ein bisschen Kruste und auch schwarzes, verbranntes zum Teil auch angesammelt hat, habe ich den Truthahn auch mal schnell umgeladen, damit es auf dem Tisch dann natürlich schöner aussieht, wenn da ein schöner Truthahn liegt und nicht mit der verbrannten Fettpfanne oder wo auch immer man es drauf liegen hatte. Zum Essen selbst fand ich einen Rotwein ganz passend, gerade für Geflügel ein extra, beziehungsweise auch für Wild. Und ja, sollten die Gäste hinterher natürlich noch Hunger haben, gibt es vielleicht von der Maissuppe noch etwas, was übrig ist, beziehungsweise haben wir ja den Kuchen gemacht und da kriegt man dann auch nochmal strahlende Augen, wenn man dann plötzlich, ja, nach einer Verdauungshalbstunde oder so, nach einem Verdauungsstündchen dann plötzlich mit einem schönen leckeren Kürbiskuchen und diesem leckeren Apfelpie noch reinkommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt euch zu. Ich kann euch auf jeden Fall diese Rezepte empfehlen, die ihr alle in der Videobeschreibung findet. Und ich sag euch, probiert's aus, es ist echt super lecker und ich glaube, ich habe noch nie was Besseres als diese Maissuppe und den Truthahn gegessen. Es ist echt so zart gewesen und so saftig und lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss.